So, mein Schatz, komm, ich mach dir deine Dose auf. Das wäre so süß von dir, mein Engel. Vielen Dank. Ob das der perfekte Moment ist, mein Schatz. Es ist ein Traum mit dir hier. Mit dir auch. Wir haben sogar zeitgleich abgestimmt. Es ist einfach fast der perfekte Moment gewesen. Wir haben einfach gleichzeitig fast gerülpst, gleichzeitig abgestellt. Aber ich habe das Gefühl, der Moment ist immer noch nicht ganz perfekt. Die Suche geht weiter. So, mein Schatz, wir laufen jetzt noch zum Strand. Wie romantisch. Ja, voll schön, ne? Ob wir da den perfekten Paar-Moment finden werden. Oh. Hallo, ignorier mich nicht. Okay, sorry. So, ist ja auch schon wichtig, ne? Man ist ja da wirklich halt auch auf der Suche, ne? Das stimmt, aber ich glaube, wir werden ihn finden. Ich auch. Wenn nicht da, dann woanders. Mein Engel, ob das hier am Strand von La Mai unser perfekter Pärchenmoment wird. Ich weiß es nicht. Oder mein Engel hier auf dem Roller. Aneinander geschmiegt. Durch Thailand fahren. Ist das unser perfekter Moment? Ich fühle es noch nicht ganz. Ich auch nicht, mein Schatz. Wir suchen weiter. Wir sind weiter auf der Suche, ja, so ist es. Also die Anna und ich, wir sind jetzt 12 Jahre zusammen fast, jetzt 3 Jahre verheiratet. Weil jetzt sind wir richtig zusammen. Jetzt sind wir richtig zusammen. Weil wir haben nebeneinander aufgehört. Wir haben ein ganz tiefgreifendes Erlebnis gehabt, weißt du? Also wisst ihr vielmehr, viele Leute machen sich immer Gedanken, wie kann man seine Beziehung vertiefen und was kann man alles tun. Ja, man fährt zusammen in Urlaub, man bekommt Kinder, weiß ich, man macht zusammen Fallschirmspringen und all sowas, um wirklich mehr Tiefe halt in die Beziehung reinzukriegen. Wir gehen zusammen kacken. Ja. Jan und ich, wir haben gerade hier in dieser Massage, in dem Laden, den ich gerade gefilmt habe, haben wir ein Erlebnis gehabt. Und zwar, wir haben zu nebeneinander auf dem Lokus gesessen und haben geschissen. Hast du jemals mit einem anderen Mann vor mir so ein Erlebnis gehabt? Wie war es denn für dich? War es für dich genauso gut wie für mich? Es war total erleichtert. Es war erleichtert, für mich auch. Mir ging es danach viel besser als vorher. Ja. Es war einfach ein Traum. Es war, man kann es mit eigentlich so gut wie nichts vergleichen. Es war echt nicht beschissen. Ja, es war einfach toll. Alles andere, was jetzt noch kommt, ist nur Bonus.